Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Hau die Seele. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Leidenschmied Rasnal im Sanktum der Herrschaft auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr die brennenden Käfige aktiviert habt. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen rätselhaft an. Was sind die brennenden Käfige? Eigentlich ist es relativ simpel. Ihr lauft in den Bossraum rein und auf der linken Seite an der Wand ist ein Hebel und den müsst ihr aktivieren. Ich habe den vorher auch nie beachtet, aber ja, da ist dieser Hebel. Und wenn ihr den aktiviert habt, könnt ihr ganz normal den Bosskampf starten. Und jetzt ist es so, wenn ihr den Bosskampf beginnt, werden diese brennenden Käfige am Rand immer rangezogen, beziehungsweise erst hochgezogen und dann spawnen aus denen dementsprechend Adds. Diese Adds, das sind so Seelen, die casten dann etwas, und zwar schrecklicher Schrei. Und dieser schreckliche Schrei wird 16 Sekunden lang gecastet, also relativ lang. Der muss auf jeden Fall interrupted werden oder das Ad halt vorher umgebrezelt. Ja? Also wenn, dann unterbricht man es oder man fokust das Ad weg. Ihr solltet eh, sobald die Ads kommen, sofort immer auf die Ads switchen. Wenn der Cast durchgeht, dann kriegen alle 11.000 Schattenschaden und was schlimmer ist, es werden alle gefiert. Und wenn in dem Kampf Leute wild rumgefiert werden, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Man läuft in die Kugeln rein, man läuft in die Spikes rein, man löst irgendwelche Fallen aus und dann kann es halt schnell zu einem Vibe kommen. Deswegen, der Cast sollte nicht durchgehen. Die Ads kommen durchgehend in allen Phasen. Heißt, ihr müsst dann ein bisschen auf Zack sein, dass sobald so ein Ad da ist, alle draufschwenken, wenn ihr als Melees nicht hinkommt, weil irgendwelche anderen Effekte wie Kugeln oder Spikes und andere Geschichten herumliegen. Reichen auch die Ranges, wenn ihr da genug Schaden habt. So viel Leben haben die nicht und ihr könnt die Adds ja immer auch noch kicken. Manchmal sind auch zwei Adds gleichzeitig da, je nachdem wie lange ihr mit einem Ad quasi braucht. War aber mit einer halbwegs gegierten Gruppe eine relativ einfache Geschichte tatsächlich. Ja, viel mehr kann ich zu der ganzen Geschichte nicht sagen. Wir haben das First Try easiest hinbekommen. Wenn ihr da ein bisschen Auge drauf habt auf die Adds, sollte es kein Problem sein. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.